Guten Morgen, Nico. Hast du gut geschlafen? Leider gab es heute ja keinen Kaffee für uns und zum Frühstück gab es auch nur ein paar getrocknete Nüssle und eine getrocknete Feige. Aber wir sind noch in die örtliche zentrale Markthalle gefahren und haben uns für ein Feschbar eingedeckt. Und dann ging es direkt los in die größte Salzpfanne der Welt, nämlich den Salar de Uyuni. Und was für eine schöne Überraschung! Auf dem Zubringerweg zur Salzpfanne begegnen wir einem ellenlangen Güterzug mit einer Doppellok. Das beweist, dass die Gleise in Bolivien sehr wohl noch benutzt werden. Und hier sehen wir Petra wohlgemut durch die unendlichen Weiten des Salar fahren. In Zahlen ausgedrückt ist die Fläche 11.000 Quadratkilometer und von der einen Seite bis zur anderen Seite sind es 110 Kilometer. Aber diese Unendlichkeit, die man da spürt, lässt sich natürlich weder in Zahlen noch in Bildern wirklich wiedergeben. Oder? Ja, wir machen jetzt ein Foto. Gut, dann machen wir erstmal ein Foto. Ja, na klar, jetzt sind wir schon da. Ja, ich habe ja Video, gell? Apropos Filmen. Dieser etwas seltsame Bildausschnitt ist keine Kunst, sondern war eine Korrektur, weil die Kamera auf halb acht hing. Also musste ich den Horizont korrigieren. Und das ist das Ergebnis. Das sieht schön aus da vorne mit mir. Gut. Dann stellen wir uns dann vorne dran. Machen wir ein Selfie, ne? Genau. Ach so, ich vergesse mal, dass ich da... Da ist das Foto. Nach einem Schnaps sind es dann zwei und wenn ihr jetzt vier seht, habt ihr zu viel getrunken. Ich fahr im Bili geht's los. Und dann stoppst du im Stubby, oder wie? Ja. Und dann stopp ich im Stubby. Da ist eine Stufe. Das ist ja gar nicht eben hier. Ja. Ist ja geradezu Offroad. Da waren doch gerade so viele Leute, wo sind jetzt alle hin? Ach, das ist mobil, sind jetzt alle drin, das ist ja ein abgefahrenes Teil. Ja, stimmt. Tech Republic, the country for the future. Witzig. Warte mal, ein Foto von. Mach das, ich dreh ihn gerade. Ach, tschechisch! Ja. Sag ich doch. Ja. Das ist ja der Hammer. Nicht fahren, ich mach ein Foto. So lustig. Cool. Digga. Trink mal jetzt ein Käppchen drin, wenn die haben. Ist der auf? Oben. Aber das sieht sehr leer aus. Ah ne, da ist ja jemand raus. Aber ich glaube, ist es irgendwie Museum oder so? Oder kann man da auch was? Essen und trinken. Das wäre ja toll. Wir hatten ja noch gar keinen Kaffee und auch kein Frühstück. Leider wurden wir enttäuscht. Es gab zwar einige Spannende zu bewundern, aber Kaffee und Kuchen gab es leider nicht. Mit leeren Bäuchen ging es also weiter. Wir wollten ja noch den Salar durchqueren und hatten einiges an Strecke noch vor uns. Und meine Kamera hatte übrigens folgendes Problem. Wenn ich zu schnell gefahren bin, dann hat der Fahrtwind die Kamera entweder nach rechts oben, nach links oben oder links unten oder rechts unten so schief eingestellt, dass das Bildmaterial nicht zu gebrauchen war. Und das Beispiel folgt. Hast du dein Sonnending runter? Ja, ich habe gerade gedacht, das ist die Idee. Da hat mich Petra ja ordentlich verarscht. Mir sagt sie, sie macht Fotos und dabei filmt sie heimlich. Und so sieht das dann auch aus.
guck mal. Ja, ein bisschen kühl. So, Visier wieder runter. Na, wo bist du? Ja, und dann auf ihn. Weiter, ja. Bist du durchs Löchle gefahren? Übers Löchle drüber. Übers Löchle drüber. Gut, können wir. So faszinierend der Salzsee ist, es ist schon eine ziemlich lange Fahrt. Wir wollten ja noch zu der Kaktusinsel Inka-Uasi und bis dorthin sind es alleine 95 Kilometer. Also muss man sich die Zeit vertreiben. Na ja, da festspannen wir dann auf jeden Fall was, klar. Ja, ich mache mir sogar ein Fahrtchen. Oh, das ist eine tolle Idee. Gucken wir mal, oder? Ja, schauen wir mal. Da fährt sie. Hallo. Hallo. Juhu. Super geil. Das Gute ist, wenn ich hier dann nicht mehr geradeaus fahre, kachel ich wenigstens nicht in irgendwas rein. Kein Abgrund. Ne, genau, oder ein Baum. Da hat irgendeiner was verloren, oder? Auch um den Reifen, ja. Ja, so. Nicht nur die Reifen stellen eine Kollisionsgefahr dar. Sehr idyllisch, ja genau. Entschuldigung, war mein Fehler, ich habe rechts geglotzt. Nicht, dass es uns hier noch schmeißt, wegen mir. Ja gut, sonst hätte es einen kleinen Bums gegeben, dann wären wir aus wieder auseinander. Ja. Und wie eine Fata Morgana taucht in der Ferne die Kaktusinsel auf. Die Kaktusinsel, Inka Uasi. Hoppala, was denn das? Gibt's hier was zu essen? Ja, es gab Essen, allerdings unser eigenes. Und Kaffee hatten sie auch nicht. Aber hier sieht man Petra im Glück. Ja, und wir hatten keine Lust, unseren Benzinkocher auszupacken, daher blieben wir bei Wasser. Wenn man dann auf die Insel wollte, musste man eine Eintrittsgebühr bezahlen. Darauf hatten wir auch keine Lust, haben uns dann entschieden, einfach außen rum zu fahren und hinten auf den Berg zu kraxeln. Bei dem um die Insel fahren hat Petra dann komplett die Orientierung verloren und mich später immer wieder gefragt, sag mal, wohin müssen wir, in welche Richtung? Auf dieser Seite der Insel muss man übrigens auch nichts für die Toilette bezahlen. Und der Ausblick von der Höhe herunter auf die weite weiße Fläche ist wirklich beeindruckend. Das ist, glaube ich, wurscht. Zeig rechts. Gut. Du siehst cool aus mit deinem ganzen Klumbumbatsch hinten drauf. Ja, ganz Klumbumbatsch. Jawohl. Noch ein Fest. Alles super.
Nafta, 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 na Nafta, Nafta, Nafta. Sehr schön. Knoblauchfahne. Ist doch angenehm. Ich bin ja allein in meinem Helm. Oh, noch schneller. Und so fahren wir viele, viele Kilometer und kommen dann schließlich am südlichen Rand des Salzsees an. Und da hatte die Strecke eine Überraschung für uns parat, die wir wirklich nicht erwartet haben. Scheiße, echt. Denn das, was ihr hier seht, ist wirklich schwer zu fahren. Das ist eine bröselige, lose, sumpfige Salzmasse. Und kurz vor diesen Aufnahmen hat's mich geschmissen und ich musste tatsächlich sogar eine Flugrolle machen. Glücklicherweise hatte ich die Kamera vorne am Kinn, sodass sie nicht kaputt gegangen ist. Hätte ich sie oben auf dem Helm gehabt, wäre sie garantiert abgespickt worden. Kneifen, sagt er. Mhm. Gibt mir also gute Ratschläge. Na, mal schauen, wie es bei ihm funktioniert. Beobachtet mal den Lenker. Ja, und schon stecke ich selber fest. Ja. Und zwar so, dass ich sogar absteigen musste, um das Motorrad frei zu bekommen, um weiterzufahren. Viel Spaß beim Zuschauen meines kleinen höllischen Rittes. Scheiße. Wie lange haben wir denn hier noch? Auch ein Stück. Dann kommen wir auf eine normale Straße. Hab ich gedacht. Ja, ich krieg's raus. Muss nur mit. Das ist total fieser Gries. Am Abenteuer. Scheiße. Hier habt ihr mal wieder Petras Perspektive. Wir versuchen jetzt gerade von dem Weg auf die offene Salzkruste rüber zu fahren, um besser vorwärts zu kommen. Und ich kann euch sagen, Petra war über die Auswahl der Strecke nicht begeistert. Ja, wir haben sogar einen Traktor gesehen, der sich festgefahren hatte und aus diesem Salzschlamassel gar nicht mehr rauskam. Und wenn ein Traktor nicht mehr weiterkommt, dann braucht man sich nicht wundern, dass so kleine, schwer beladene Mopeds auch nicht toll vorwärts kommen. Ich warte mal auf dich. Echt? Warum? Ah, ist doch schön, wenn wir zusammenfahren. Dann kann ich dich aufnehmen, wenn du abschmierst. Und du kannst mich aufnehmen, wenn ich abschmier. Da, guck dir dieses Granulat an. Ist ja echt abgefahren. Total zerbröselt. Dann da drauf, dass es mein Hinterrad überholt. Wird's nicht. Was, jetzt hier geradeaus durch, oder was? Wir haben dann mal zwei verschiedene Wege ausprobiert. Ich weiter links, Nico weiter rechts. Wir haben festgestellt, bei mir ist es viel besser, also kommt Nico zu mir und vergewissert sich, dass ich recht habe. Und Petra hatte mal wieder recht, es ließ sich besser fahren. Na gut, also gib Pulle, gib Stoff, gib Gummi.
Und du hast ja auch an, gell? Ja, dann, ich bin dann, ja. Dann kann ich ja Gas geben. Nein. Nein. Jawohl. Und tschüss. Wir fahren zu der rettenden Küstenstraße und ich hatte ja wirklich die große Hoffnung, dass das ein anständig gemachter Weg ist. War es auch. Teilweise. Was willst du? Die Straße sieht doch ganz schick aus, oder? Ja, finde ich auch. Dann würde ich sagen, fahren wir da entlang. Hier ist mein Navigator Nico wieder schwer im Einsatz. Rechts rum oder links rum? Aha, also links rum. Total, nimm mich rein. Was ihr hier seht, ist eigentlich Waschbrett. Wir nennen es auch gerne Rapp-Rapp-Rapp. Da würde es helfen, hätten wir mehr PS und könnten mit ordentlich Geschwindigkeit drüber ballern. Haben wir aber nicht. Das war keine so gute Idee. So, jetzt wieder. Wenn man dann in den Leerlauf mit Gas reinkommt, ist scheiße. Auch nicht gut, ja? Wie man es macht. Wie man es macht, ist falsch. Boah, bei dir ruppelt es ja, rappelt es ja. Bei dir nicht so? Ich fahre ganz, ganz außen. Da geht es dann meistens. Allerdings mit dem Risiko, in den tieferen Sand zu kommen und abzuschmieren. Also ich habe eigentlich die Kamera an. Ich hoffe, sie nimmt auch auf. Stecken geblieben. Ich habe es gemerkt. Können wir uns schon mal auf Afrika vorbereiten. Aber ob die mehr Sand haben als hier, weiß ich auch nicht. Oder kommt drauf an, wo. Also eigentlich müsste man ja die Luft rauslassen jetzt. Aber irgendwie, es geht halt trotzdem, gell? Ja, irgendwie geht's ja. Damit weniger Luft wäre es jetzt natürlich schon einfacher, hier entlang zu fahren. Nach dieser südamerikanischen bolivianischen Massage kommen wir endlich wieder in der Zivilisation an. Mercado, 200 Meter. Glaube ich nicht. Aber na gut. Warum machen die immer so böse? Keine Ahnung. Cerveza con quinoa. Ja, wollen wir fragen, ob sie Kaffee haben? Ja, frag mal. Gut. Nein, leider war zu. Können wir gleich weiterfahren. Aber irgendwie. Foto machen, sieht aber nett aus, gell? Wir waren wild entschlossen, diesen Ort nicht ohne einen Kaffee zu verlassen und haben unser Glück auf der anderen Seite der Hauptstraße gesucht. Hier ist zwar nichts los, aber die Figuren sind wirklich witzig. Da ist jemand drin, der sich bewegt hat. Okay, ich komme. Hola. ¿Cómo estás? Bien.
Ei, Kaffee? Sì. Potresti essere uno? Sì. Da sitzen wir also mit unserem Kaffee, auf den wir schon den ganzen Tag gewartet haben, und genießen den Ausblick. Da kam dieser nette kleine Junge vorbei und erzählte mir allerhand von meinem Motorrad. Der kannte sich nämlich richtig gut aus. Und dann hat er mir auch noch eine historische Pistole gezeigt. Unser nächstes Ziel war San Cristobal. Und wieder habe ich auf dem App eine kleine Verbindungsstraße gefunden, die mich sehr gereizt hat. Die sind wir entlang gefahren und sind nicht enttäuscht worden, denn wir wurden wirklich überrascht. In mehrerlei Hinsicht. Und damit es nicht zu lange wird, gibt es die Fortsetzung im Teil 2.